Hallo liebe Patreons, ich habe mir mal für heute überlegt, euch mein Pedalboard bzw. mein Setup zu zeigen, was ich so benutze, wie ich meine Sounds kreiere und womit ich halt gerne arbeite. Also ich bin sehr gerne im analogen Modus unterwegs, wenn es geht. Mag die digitalen Sachen auch, aber am liebsten mag ich halt diese analoge Geschichte. Wie ihr seht bei der Amp-Auswahl, ich spiele den Amp One. Ja, das ist dieses schöne Teil hier. Zack, das ist der Amp One. Den benutze ich und in dem Fall ist er jetzt auf Clean geschaltet. Und ich gehe mal alles so durch, wie ich es verdrahtet habe und wie es funktioniert. Im Grunde genommen fängt alles an mit dem Clean Sound, das wäre dieser hier. Also ich sag mal Clean, Light, Minimal, Crunch. Das heißt, wenn ich richtig reinhaue, dann habe ich so eine leichte Übersteuerung. Und wenn ich sehr leise anschlage. Ja, das wäre jetzt so mein Grundsetup. Clean Sound, das ist meine Ausgangsbasis. Und jetzt kann ich zum Beispiel Folgendes machen. Wenn wir hier hinten sehen, da habe ich meine Effektsektion. Hier habe ich einen Delay, hier habe ich ein anderes Delay und da habe ich noch einen Hall. Heißt, jetzt kann ich hier mit so ein bisschen rumspielen. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist zum Beispiel den Hall hinzufügen. Das ist natürlich ein Monster-Hall, aber super geil für subtile Chordpads. Ja, für so flächige Sounds oder für. Ja, für so Ambient-Zeug und solche Geschichten. Macht aber tierisch viel Spaß, deswegen gelegentlich haue ich ihn mal rein, eher selten. Das wäre mein Reverb, das ist ein Teese Electronics Hofpedal. Ziemlich cooles Pedal, da kann man so ein Tonprint draufladen, das habe ich hier auch gemacht. Und wie gesagt, ich brauche ihn ab und zu mal. Er muss aber auf dem Board sein, sonst fühle ich mich unwohl. Das wäre das. Dann habe ich hier noch so ein, das nennt sich Steer of Echoes. Das ist quasi, das selber rein. Schönes Modulationsdelay. Also ganz cool für so Ambient Sounds, auch super geil und für Akkorde benutze ich ständig, wenn ich so flächige Sachen spiele. Solche Sounds funktioniert das super gut. Entschuldigt bitte das Klopfen und Bohren ab und zu im Hintergrund, hier ist gerade eine Baustelle. Ich hoffe, es wird nicht zu viel im Signalweg drinne sein. Das wäre das Delay. Dann habe ich noch ein anderes Delay. Eher so ein Bandecho-Simulation. Ja, ist halt so mein Main-Delete-Sound, mein Haupt-Delay-Sound, den ich benutze, auch ganz gerne verzerrt. Kommen wir mal zum nächsten Kanal. Das ist also die Clean-Sektion, die ich gerne benutze, beziehungsweise zum nächsten Sound, den nenne ich Stone. Hört mal, was passiert. Das ist dieses schöne Pedal. Das ist ein Teese Electronics Small Stone. Sehr zu empfehlen ist mein Lieblings-Phaser-Effekt für diesen typischen. Man kennt ihn, ne? Super geil. Wenn man da jetzt noch eine Prise Delay drauf tut. Dann kommt man dem Sound schon sehr nah und ich liebe diesen Effekt. Das Pedal war echt nicht teuer, 60, 70 Euro und ich habe das schon seit, boah, bestimmt schon 15 Jahren und ich liebe dieses Pedal. Also benutze ich sehr, sehr oft, gerade so im Clean Sounds. Kommen wir mal weiter. Jetzt gehen wir, achtet mal auf den Amp One, da hinten oben in der Ecke links.
zack, Kanal ist umgeschaltet. Und das ist jetzt so mein das ist der Vintage-Kanal. Der hat so ein bisschen was vom Marshall Plexi in die Richtung. Ja, schön spritzig, schön hell, schön tight, super gut. Das ist eigentlich mein Hauptverzerrt-Sound, den ich gerne benutze für Rhythmus. Und jetzt mache ich Folgendes, wenn ihr mal schaut vor dem Amp, das ist dieses schöne Pedal, Rodenberg. Was ich gerne mache, ist zum Beispiel, achtet auf den Sound. Jetzt wird das alles ein bisschen dicker und bekommt ein bisschen mehr Verzerrung. So, wenn das immer noch nicht genug ist, achso, hört ihr das? Ist Lärm, ne? Scheiße. Deswegen habe ich auch noch so einen schönen Noise Suppressor hier. Achtet mal drauf. Oh, und Ruhe. Ja, und der Lärm ist weg. Also wenn es mich stört, in dem Fall stört es mich nicht hier im Raum. Wenn ich Aufnahmen mache, ist natürlich was anderes, aber hier ist das vollkommen okay. Das ist cool. Wenn mir das nicht reicht, könnte ich hier ganz rechts gehen. Das ist auch nochmal. Ja, das ist so Medium High Gain, würde ich sagen. Und wenn mir das immer noch nicht reicht, dann kann ich immer noch eine Schippe drauf geben. Das ist jetzt richtig High Gain. Da brauche ich auf jeden Fall das Noise Gate. Und zack, weg. Damit kann man auch richtig abschredden und was weiß ich. Sehr, sehr cool. Also das sind so meine hauptverzerrten Sounds. Alles andere ist im Grunde genommen, jetzt kommt nur noch Zusatzmaterial und Luxus. Wenn ich mal Bock habe, benutze ich das. Also, was ich super gerne tatsächlich auch viel benutze, ist, jetzt auch wieder etwas lauter, ist der hier, der Tube Driver oder beziehungsweise ein Tube Driver Clone. Der gibt mir so dieses Eric Johnson mäßig. Ich tue mal so ein bisschen Delay dazu. Ja, super geil, ich liebe diesen Sound, weil achtet mal auf den Unterschied, wenn ich jetzt den normalen Vintage fahre und damit Solo spiele. Das klingt cool, achtet jetzt auf den Unterschied. Na, es wird viel wärmer, viel sustainreicher, flötiger, kann man das auch sagen. Und das macht super viel Spaß damit zu spielen und benutze ich auch sehr, sehr, sehr gerne. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Pedal. Es wird wieder ein bisschen rauschiger, deswegen ich mach mal Noise Gate wieder an. Das ist jetzt das Ingi-Pedal. Das heißt viel Gain. Sorry, bin noch nicht so wirklich aufgewärmt, ein bisschen sloppy, aber darum geht es ja nicht, geht ja um den Sound. Das ist halt das typische Ingi-Pedal, mit einer Strat ist das noch geiler und wie gesagt, wenn ich diesen speziellen Sound, wenn ich da Bock drauf habe, dann nehme ich das. So, weg, zack, das ist das hier, das DOD ist das, 308er, originale Pedal. Settings, also ich habe das Level sehr hoch und das Gain so auf mittig, Ingi haut es voll rein, aber da das ja eine Les Paul ist, die hat eh mehr Gain, von daher. Gehen wir mal weiter. Nächster Sound ist bei mir Nummer 6. Also ich gehe nochmal von, das ist mein Clean Sound. Und da packe ich jetzt das selbstgebaute Chula-Pedal. Das ist dieses hier davor. Ja, wird sehr bluesig, sehr, sehr rotzig. Man mag jetzt denken, oh, das klingt aber grell und britzelig. Lasst euch sagen, in der Band ist das ein super geiler Sound, weil er sich super gut durchsetzt, sehr transparent ist und auch so mit einer meiner Lieblingssounds. Ich bin echt immer oft am Schwanken zwischen dem Vintage, wenn ich jetzt so Blues spiele, und dem. Ja, die Levels sind jetzt doof.
Das ist halt bei dem Amp One so, bei der Masterlautstärke, wenn ihr etwas weiter unten ist, dann reagiert er anders, als wenn er sehr laut ist. Ich kann jetzt in dem Raum hier nicht voll aufdrehen. Deswegen live funktioniert das aber und es ist sehr ausbalanciert. Das Chula ist allerdings tatsächlich ein etwas lauteres Pedal. Das heißt, vollkommen normal, dass man da so ein bisschen aufpassen muss mit den Levels halt und das ein bisschen anpassen muss. Genau, dann gehen wir mal zum nächsten. Der nächste Sound ist der Clean-Kanal in dem Amp, dann der Yellow Compressor von Moir und das Tease Electronics Flashback. Ja, ist das so ein geiler. Das ist mein Pseudo-Country-Sound. Ja, macht super viel Spaß damit zu spielen und benutze ich auch relativ häufig tatsächlich. Und das war es eigentlich. Also viel mehr habe ich nicht. Ich habe noch eine Sache und zwar Clean Sound und dann habe ich hinten diesen June 60. Den muss ich aber extra ansteuern, weil den brauche ich nicht so fürchterlich oft. Auch super geil für Solid Sounds. Ja, das ist halt super geil für so Stern-mäßige Sounds und halt generell für Clean. Was auch ziemlich geil ist, wenn man den voll aufdreht, das heißt erste und zweite einstellt, dann hat man so einen leicht orgeligen Sound. Und so weiter und so fort. Dann mache ich den mal wieder aus. Genau. Lasst mich schauen. Ach, eine ganz wichtige Sache, die ich vergessen habe. Und zwar habe ich hier noch einen EP-Booster. Achtet mal drauf, das ist mein Vintage-Kanal. Verzerrt. Und wenn ich jetzt den EP-Booster aktiviere, habe ich einen mittigeren Sound. Er gibt mir echt eine ganze Menge Punch und es klingt richtig geil. Gerade im Band-Kontext, wenn einmal Mitten fehlen und Lautstärke, kann ich das empfehlen. Zack, der Sound ändert sich. Achtet nochmal drauf. Und nochmal. Das ist ein ordentlicher Boost, würde ich sagen. Und der Sound verändert sich, es wird leicht mittiger und cooler. Und ja, das sind also meine sogenannten Sounds, mit denen ich gerne arbeite. Und viel mehr ist es nicht. Man sieht hier noch, ich hoffe, ich kann das mit der Kamera so ein bisschen steuern. Hier hinten habe ich noch ein Volume-Pedal, das habe ich als allerletztes in der Signalkette. Damit steuere ich mein Gesamtvolume. Und dann machen wir es mal so, ich zeige euch mal, wie es verschaltet ist. Wenn das hier geht mit dem Setup hier, nicht das beste Kamera-Setup, Entschuldigung für den ganzen Kabelwahnsinn. Also wie folgt, ich gehe in den Noise Suppressor rein. Von da aus gehe ich in den SL Drive, das ist von Rodenberg, der Steve Lukather Signature Overdrive, super geiles Pedal. Von dort aus gehe ich in den June 60 und das ist alles, was vor dem Amp ist. Noch nicht alles, weil der Rest geht nämlich hier über den Switcher, geht der rein. Das heißt, ich gehe in den Switcher und steuere dann halt nach Wahl, ich weiß jetzt nicht genau die Reihenfolge, aber ich steuere halt alle Pedale, die ihr seht, den Smallstone, den Ingvi, das Ingvi-Pedal, das Tube Overdrive Special, dann den Chula und den Kompressor und den Flashback kann ich hier steuern, indem ich den halt auf bestimmte Relais lege und dann dazu und ab wegschalte. Das könnte ich machen. Ich sehe gerade, mein OneDrive ist voll, obwohl ich es nie benutze. Auch gut. Gut zu wissen. Danke für die Information. Genau. Und dann habe ich hier halt im Effekt Return und Send, also hinterm Amp, habe ich halt das Steer of Echoes, das Nux Tape Core, kann ich sehr empfehlen. Super geiles Delay-Pedal und den Hove Reverb. Ja, das ist so meine Signalkette. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Bild gewesen. Das ist so meine Signalkette, meine Sounds, mit denen ich arbeite. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, da mal so reinzugucken. Und ich bin mit diesem Setup super, super zufrieden. Und ja, das war's eigentlich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.